Das ist jetzt ein Original von einem Teier-Stall gemacht worden, nicht? Weil ja mit der Mama aus meinem Stall sind ja die Schweine nie ausgebrochen, aus dem Jahr an einem Tag zweimal, nicht? Damals sind die Wildschweine drinnen, die sind wunderschön. Da haben wir gestern das Muttertier dazu gekauft, mit dem zweiten. Zuerst haben wir nur drei kleine Wildschweine gekauft und gestern haben wir noch das letzte kleine Schweine dazu gekauft mit der Mama. Das ist die Mama. Und da sind jetzt an der vier kleine Schweineln. Eins ist leider gebarbecued worden, nicht von uns, von einem anderen, vom ehemaligen Besitzer. Aber da sieht man jetzt einmal so den Thai-Style, nicht? Also da die Lotten sind ja auch dazwischen eingenagelt worden. Die waren jetzt erst einen Meter auseinander. Überall? Yeah, that's why I tell you, we have to take the food from you. Und da sind sie ausgebrochen, da die Bambusstickeln, die hat nachher neben da quasi meine Freundin wieder eine. Und da sieht man den Teil nicht. Warum sollte man da was anschneiden, was drüber ausschaut, nicht? Ist ja lässig, weil kannst du ja irgendwie könntest da schön lässig so das Auge ausstechen. Den Schädel haben wir eh angehört, das sieht man eh da. Na so, machen wir es das umdrehen. Sieht man das da? Da habe ich ja Plätzen. Da oben habe ich zwei, die sieht man jetzt leider nicht, weil man da auch von diesem Dach das hier anhauen. Ne? So, und das musst du dir anschauen, wie das jetzt da verarbeitet ist, oder? Schau dir die Nägel an, umgebogen, durchgedroschen, umgebogen, da der Nagel überhaupt nur reingehauen, so ein bisschen was, nicht? So, für was willst du denn länger reinschmeißen, nicht? Der Nagel, prinzipiell kann man ja keinen Nagel ganz rein haben, weil man kann ihn ja umbiegen auch. Man nimmt ja einen schönen 80er Nagel, wenn man gute 50er Nägel hat, nicht? Und biegt noch die letzten 3 cm um. Deswegen haben wir jetzt keine 80er Nägel mehr, sondern nur noch die 50er, weil von der habe ich ja jede Menge. Da habe ich gewundert, warum sind keine 80er Nägel mehr da. Warum? Weil die Teile so gescheit sind, nicht wie man da auch sieht. Ne? Für was willst du überhaupt? Na, da haben wir einen Nagel ganz reingehauen. Der hat auch einen Nagel ganz reingehauen, nicht? Aber die anderen Nägel, warum sollst du die ganz reinhauen? Ne? Das ist ja Blödsinn, ne? Du kannst dir schön heraus stehen lassen, ne? Die Nägel. Das ist ja der Wahnsinn. Und das ist halt das Thailändische, aber wenn ich etwas sage, dann sagst du wegen der Technologie, ne? Die haben halt keine gute Technologie, aber ich glaube, du brauchst ja keine Technologie, dass ein Nagel einfach rein drisch ist. Und überhaupt, dass du nicht einen 80er Nagel nimmst, sondern vielleicht einen 50er. Das ist ein Wahnsinn, ne? Das sind die kleinen Racker, die sind ja Wahnsinn. Ich finde es ursüß, jetzt werden die wieder gesäugt von der Mama. Das taugt mir total, auf die will ich aufpassen. Also noch einmal ein paar Kinder machen. Und dann schmecken wir die bestimmt auch gut. Und wenn ich so ein kleines Wildschweinl sehe, da bist du direkt in Versuchung, da ein kleines Barbecue zu machen wieder, aber die sollten uns da ein paar andere Junge bescheren.